Vom 6. bis 11. November lädt das Filmfestival Cottbus zu seiner 22. Ausgabe. Beim Radio 1 und Rundschau Spezial sprach Moderator Jan Vesper und Rundschau-Redakteur Peter Blochwitz vorab mit zahlreichen den Mitwirkenden und natürlich mit Festivalleiter Roland Rust über das kommende Festival und das facettenreiche Programm. Also da haben wir, oder ich in dem Moment und auch das Publikum nachher, die Qual der Wahl. Also wir haben ja so viele schöne Sachen vorbereitet. Das sind ja weit über 150 Filme aus insgesamt nicht weniger als 36 Ländern. Das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Diese Länder findet man ja ansonsten fast nie im Kinoalltag. Das gibt es wirklich nur bei uns zu sehen. Und wenn man so ein Leitmotiv sagen wollte für den Jahrgang, könnte man sagen, von der Lausitz bis nach Lateinamerika und dazwischen das Beste, was ganz Osteuropa zu bieten hat. 10 der besten aktuellen Filmproduktionen aus Osteuropa konkurrieren im Wettbewerb Spielfilm um die gläserne Preisskulptur und den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis. Darunter zahlreiche Premieren. Wir kämpfen natürlich um diese Premieren und wir bekommen sie auch mittlerweile. Wir haben wirklich so viele Premieren wie noch nie zuvor. Ganz, ganz viele, fast alle Filme, die wir aus den aktuellen Jahrgängen haben, sind inzwischen Deutschland-Premieren. Im Wettbewerb sowieso, da ist das schon die Voraussetzung, um in den Wettbewerb aufgenommen zu werden. Aber auch viele internationale Premieren und auch sogar einige Weltpremieren haben wir im Programm. Und was auch noch ein Superlativ ist, wir haben so viele Programmplätze wie noch nie. Das heißt, wir bieten noch einmal mehr Programm an als in den Vorjahren. Das ist schon der Fall war. Eine Woche lang blickt also die Filmwelt nach Cottbus. Die Stadt wird zu einem Forum der Begegnung zwischen nationalen und internationalen Filmgästen sowie den Freunden des osteuropäischen Films. Weitere Informationen finden Sie unter www.filmfestivalcottbus.de.